Und mit dem Gefechtsstation begrüße ich euch hier wieder zurück zu einer neuen Runde von Warships Online. Also gibt's auch bloß das Online-Ding. Aber Leute, wir kommen wie gesagt hier zurück. So, da hinten hat schon eine Hilfe geschrien. Aus Versehen, so wie ich jetzt aus Versehen die Dings beendet habe, die Aufnahme. Aber alles kein Problem. Wir sind heute mit dem amerikanischen unterwegs. Letzte Runde war mal mit dem, am Ende habe ich dann gesehen gehabt, nicht mit den mit sonst was unterwegs, wir waren mit der Sowjetunion unterwegs. Da habe ich mich ein bisschen vertan. So. Wir können ja ein bisschen hier rumschießen, ein bisschen testschießen, vielleicht treffen wir ja irgendwie doch mal was. Alter, viere das sicher jetzt erst. Ich möchte gerne wissen, ob die Häuser kaputt gehen. Nee. Und da geht's los. Ja, da habe ich aus Versehen auf dem Verbündeten wohl mitgeschossen. Und das war das, was ich nicht unbedingt wollte. Aber wie gesagt, wir sind hier weiter im Krieg unterwegs. Und der Krieg kennt keine Gnade. So. Uff. Uff. Alles klar. Alles klar, Leute. Ich kapiere den Witz, dass jetzt so viele auf mich kommen. Gibt's doch nie. Leute, was mache ich denn hier? Sagt mir doch mal, was ich hier mache. Es wird mal wieder was gemacht. Also die einen Runden waren ja ziemlich gut gewesen, aber die eine jetzt hier. Ja, Brand gesteckt. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Alles klar, alles klar, alles klar. Ich kapiere den Witz. Ich kapiere den Witz. Fuck, wir brennen ja. Das gibt's doch nie. Jetzt habe ich mich die ganze Zeit auf ein fucking Schiff konzentriert und jetzt kommen mir von der Seite ein Schiff von vorne und macht mich gleich dort. Ey, wenn ich die Runde wieder verliere, dann zerstöre ich meine Tastatur. Ich zerstöre meine fucking Tastatur! Jedenfalls habe ich... Fuck, Feueralarm. Das ist ein Make. Komm, 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 auf immer diese vollkommene Ruhe. So, Brand gelöscht. Ja, schön, und ich bin fast down. Da finde ich das doch schon gut, dass unser... Habe ich den nicht vorhin mitbeballert? Und er lebt immer noch? Alter Schwede. Ich sehe, dass ich eine fucking Nachricht bekommen habe. Ist mir aber jetzt relativ egal, weil ich noch überlebt habe. Ja! Alter Schwede, Leute. 6000 Punkte. Ist okay. Und Strafe für Verbündete. Die Schlacht beginnt. Und damit begrüße ich euch jetzt mit meinem Japaner. Ach, fuck, ich habe noch nie Gas gegeben. Alles klar. Kein Wunder, dass ich nie losfahre. Was sieht man? Schade, dass man jetzt nie sieht, ob die... Doch, die drehen sich, die Propeller. Oh, wie geil, die sieht man sogar. Ja, wir waren mit den Japanern waren wir noch nicht unterwegs gewesen. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen konzentrieren. Japaner, wie schnell sind die? Ich würde mal auch so sagen, die sind um die 20 schnell. Also relativ schnell. Schutz mit 5000... ist eigentlich vollkommen okay, würde ich sagen.
Und das ist auch die letzte Folge, die ich jetzt hier vorproduziere. Irgendwas von World of Warship. Wir gehen dann noch in World of Tanks, versuche ich noch reinzukommen. Da hatte ich dann, hatte ich vorhin ein paar Probleme mit reinzukommen, so wie bei World of Warship. Und World of Plants habe ich gestern schon gezockt gehabt, ein bisschen angezockt, weil das habe ich noch nie gespielt gehabt. Und da muss ich mich auch erstmal ein bisschen reinfinden in das Spiel. Ist zwar überhaupt nicht schwer, also sich irgendwo reinzufinden, so welche Games. Die Sache ist trotzdem so, dass man erstmal gucken muss, wie wird die Steuerung und. Könnte man natürlich mit euch dann gemeinsam herausfinden, ist die Sache. Ach schade, die Häuser gehen nicht kaputt. Ich wurde entdeckt. Da drüben. Wann treffe ich ihn was mit einer? Ja, jeweils eine Kugel hat getroffen. Nice. Alles klar, alles auf das eine Schiff. So. Ich weiß auch nicht, wann das Video jetzt kommt. Also Planung habe ich dadurch noch nicht fertig. Und ich weiß auch nicht, ob das Cayman-Video schon raus ist, was mich sehr, sehr interessiert, wie das ankommt. Ich saß ungefähr eine Stunde dran. Ich weiß, die Qualität ist nicht so gut, wie es sein könnte. Aber wenn ich sage, okay, ich mache das mehr bei Cayman, dann könnte man mal vielleicht überlegen, ob man da nicht vielleicht sich eine bessere Kamera holt. So, Schiff ist down. Nächstes Schiff ist dran. Achso, Basis wird auch... Oh, ich dachte gerade, ich habe... Oh, gut. So, wir müssen eindrehen. So komme ich denn in das Schiff ran? Ich würde mal gern auch gegen keine Bots spielen, sondern gegen richtige Leute. Nö, das geht einfach nicht kaputt. Das würde mich noch freuen, wenn sowas auch noch kaputt gehen würde. So wie Felsbrocken und sonst was alles so ein bisschen. Okay, komm. Hey, meinst du, was soll denn das? Du warst doch vorhin so gut. Also am besten, ich versuche hier ein bisschen geradeaus noch zu kommen. Wir haben nur noch drei Schiffe, die hier vernichtet werden müssen. 1, 2. Achso, 1, 2, 3, hm. Oh, komm, scheiße, daneben. Ja, was einmal würde mich freuen. So. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Jetzt habe ich euch geschlagen. Also ist der Kampf normal. Es wird hier... Ich frage mich, warum ich die ganze Zeit im Kreis gefahren bin jetzt. Ja, den letzten kriegen wir leider nicht mehr hin. Da kommen wir überhaupt nicht hin. Wir gucken uns dann noch gemeinsam die Dings an. Den Skillbaum. Den gucken wir uns jetzt noch gemeinsam an. 4000 Punkte. Okay, ein paar Punktchen. Das ist schon ganz in Ordnung. Und da können wir uns neue Stufe 4, Container wurde zugestellt, schließen. So, Containerbildschirm, da bin ich mal gespannt, was ist denn das? Sammeln Sie Container, Tage, P, verdient. Aha. Aha. Gut, wir wollten jetzt mal kurz in die Module reingehen. Module sind ja die Sachen, die man verbessern kann bei dem ganzen Schiff. Bei den Anfangsschiffen sieht man, das sind eigentlich nur noch die Waffen, die man verbessern könnte. Forschung allgemein sind dann die verschiedenen Schiffe, die man so hat. Japan hat sehr, sehr viel Auswahl. Ach du Scheiße. Also als nächstes würde hier der Chikuma kommen. Das ist auch ein Kreuzer. Danach können wir uns auswählen, ob wir zu Richtung Zerstörer gehen wollen. Obwohl, es ist auch ein Kreuzer. Hier sind dann, glaube ich, die Zerstörer.
Zerstörer der Stufe. Okay, dann ist es noch Zerstörer hier. Und danach können wir uns hier unten noch überlegen, wollen wir vielleicht ein Schlachtschiff oder Flugzeugträger. Flugzeugträger ist eigentlich ein Ziel, was ich damals hatte. Gehen wir mal weiter. Hier haben wir auch relativ viel. Den wollte ich mir eigentlich damals holen. USCDR hat auch sehr, sehr viele Schiffe. Und sehr schöne. Deutschland hat auch einen relativ kleinen Skillbaum. Die haben zum Beispiel keinen Flugzeugträger. Großbritannien. Dann haben wir hier noch Polen. Polen hat bisher nur ein Schiff drin, ein Premium-Schiff. Panasien ist das, aha. Das sind am Anfang die Kreuzer, nach gehen sie nur noch auf die Zerstörer. Frankreich hat nur Kreuzer. Dann haben wir hier noch Italien, das sind Premium und die Staatenbund hat auch nur. Gut. Da würde ich sagen, Leute, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gibt dann auch, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Denkt dran, mir ein paar Tipps zu geben. Und dann würde ich sagen, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Sagt euer Menzi.